Bei meinem Messerundgang in Dortmund habe ich auch einen Besuch bei Auhagen gemacht, einem Zubehörhersteller aus Marienberg im Erzgebirge, von dem es einiges Neues zu berichten gibt. Wir haben hier einfach das alte Logo der Firma Auhagen wieder aufgegriffen, was verwendet worden ist bis Anfang der 70er Jahre, bevor das dann in die Verstaatlichung gekommen ist. Und das AA heißt halt quasi Auhagen, Heinrich Auhagen Modelle sind das. Und auch der Schriftzug ist an die Handschrift des damaligen Firmeninhabers angelehnt. Und wir nutzen es einfach, um jetzt unsere Sondermodelle, Sammlermodelle dort etwas besser hervorzuheben. Was durchaus gelingt. Hier das Sammelmodell 001 der Multicar 22. Und weiter? Das ist unser diesjähriges Sammlermodell. Das ist ein Bomsenschlemmer. Der Name rührt daher, dass das Fahrzeug in der Stadt Bomsen gebaut wurde. Ein Fertigmodell. Das ist eine limitierte Auflage von 450 Stück. Gibt es auch nur auf Verbrauchermessen. Und ist aufwendig bedruckt, bis komplett bei uns am Standort gefertigt, montiert. Ja. Der rasende Reporter hat kein Auge für den M22 mit seiner Leiter, sondern nur für die Miezekatze auf der Lampe. Wie mag die da hochgekommen sein? Wir haben uns gedacht, um den Fachhandel zu unterstützen, können wir eure Modelle entwickeln, die nur im Fachhandel erhältlich sind. Und das gab es voriges Jahr schon. Dieses Jahr haben wir hier drei Modelle. Es ist einmal ein Bausatz, das sind Bausätze mit den zwei Staplern. Hier extra bedruckt einmal mit Ruder Oktober oder der Starkraft. Wir haben in der Mitte ein M22 als Leiterfahrzeug. Da ist der Werkzeugkasten eine Neuentwicklung, eine komplette neue Form. Und in der Spurweite TT gibt es den M24 hier mit Schiebeschild. Auch eine komplette Neuentwicklung gab es so bis jetzt noch nicht. Und wie gesagt, diese Fahrzeuge, wir haben vom Handel vorbestellt und dann nur in dieser Auflage auch, wie wir es bestellt bekommen, gefertigt. Und die gehen jetzt Anfang Dezember in den Handel und sind halt quasi nur beim Fachhändler. Auch erwähnenswert die Stadthäuser der Schmidtstraße mit Gewerberäumen im Erdgeschoss und ein besonderer Modellbauer. Wir haben hier auf der Messe natürlich wieder unseren super Spezialisten für Modellbau mit am Stand. Und der Mike zeigt uns hier einfach, was aus unseren Modellen gemacht werden kann. Er freut sich natürlich, wenn er Löcher in den Bauch gefragt bekommt. Mit viel Glück, wenn ich mich heute gut anstelle, lieber Hagen, ergibt das ein T-172, ein ganz bekannter Bagger aus DDR-Zeiten. Und ich habe mir den heute einfach mal vorgenommen und ohne Alterung geht es natürlich nicht. Der wird heute hier noch schön gealtert. Und ja, kann jeder hier vorbeikommen, mir über die Schulter gucken, Fragen stellen. Was der Markus schon gesagt hat, ich sitze hier einfach heute. Der eine sitzt am Stand, der andere steht. Obwohl er nicht zu Auhagen gehört, aber seit Jahrzehnten dabei ist. Das ist Werner Hammer von der Firma PMT, Spezialist für Schmalspurfahrzeuge. Ein 6-Inch Schmalspurwagen, der 2-Achse-Backwagen als Dachwagen. Das ist eine Formneuheit praktisch, den gab es noch nie so, mit komplett neuem Dach. Die Heberlein-Seilenrollen sind Messingguss. Die Lampeneinsätze und Lüfter, das ist praktisch eingefräst ins Dach und einzeln eingesetzt. Das war die Neuheit von PMT. Was es bei Auhagen alles Neues gibt, hat uns ja Markus Hillig bereits geschildert. Und wir werfen noch einen kleinen Blick auf Mike Lorbeer, der mit Begeisterung 4 Tage lang Modelle zusammengebaut hat und mit einer Eselsgeduld alle Fragen beantwortet hat. Ja, der Mike ist hier in seinem Element. Wenn du da die Klinke hast, musst du da auch den Halter kaufen. So, und ich verabschiede mich jetzt von Mike und von der Firma Auhagen.